Das freie Senderkombinat FSK 93,0101.4 im Kabel mit einer Breaking News. Die unerfreuliche Nachrichten aus Frankfurt beinhaltet. Hörerinnen und Hörer des FSK haben es vielleicht den Tag über im Internet oder am Fernseher oder auf anderen Radiostationen während der Zeit des Stromausfalls hier in Eimsbüttel und St. Pauli heute Nachmittag verfolgt. In Frankfurt hat es einen auch für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich brutalen Polizeieinsatz gegeben, der zeitgleich zu den Ereignissen in Istanbul stattgefunden hat. Und wie wir geschrieben haben, die Lehren aus Istanbul nicht gezogen hat. Wir begrüßen eine Korrespondentin. Guten Tag erst einmal und hoffentlich geht es dir so einigermaßen gut dort in Frankfurt jetzt gerade. Ja, mir geht es gut. Vielen Dank. Okay. Ja, wir lesen in Frankfurter Zeitungen, dass die Demonstration, die am frühen Nachmittag, vielleicht eher schon Mittag begonnen hat, sofort nach ihrem Beginn gestoppt worden ist und die Demonstration provoziert worden ist, bis 3 Böller explodiert sind. Und alles, was dann geschehen ist, werden wir von dir hören. Vielleicht auch schon das, was davor geschehen ist. Genau, also die Demo hat sich auf den Weg gemacht und circa nach 10 Minuten, so gegen 12.45 Uhr, wurden wir dann gestoppt. Das ist in der Wilhelm-Leuschner-Straße passiert, wo wir dann eben auch den gesamten Tag verbracht haben. Und anscheinend sind 1-2 Böller geflogen oder haben geknallt. So genau wissen wir das nicht, können wir nicht bestätigen, aber in jedem Fall scheint es passiert zu sein. Und dann hat sich erstmal ein Spalier in eine Reihe im Grund von Polizisten genau zwischen, also ganz vorne, die ersten 2 Reihen wurden von verschiedenen Gruppen, die auch Mitveranstalter in der Demo waren, geführt. Und daraufhin kam ein antikapitalistischer Block. Die Polizei wusste offensichtlich sehr genau, wo sie die Grenze zu ziehen hatte und spaltete damit die Demo im Grund in 3 Teile, nämlich diese ersten 2 kleinen Reihen vorne, dann den sogenannten antikapitalistischen Block und dann den Rest der Demo. Zuerst mit nur 1-2 Reihen Spalier und nicht Spalier, sondern 2 Reihen Polizei und dann noch mehr. Und der Grund wurde dabei genannt, dass es Verstöße gegen das Versammlungsrecht gegeben hat, nämlich Vermummung und bislang nicht bestätigte Angriffe auf die Polizei auf einen Polizisten mit einem Farbbeutel, was bisher nicht bestätigt ist. Und dann war es anscheinend so, dass der lokale Einsatzleiter gesagt hat, okay, es kann weitergehen, wenn es eben keine Vermummung mehr gibt. Dann kam anscheinend die Meldung vom, dass es nur weiterginge, wenn im Kessel alle Menschen aus dem Kessel ihre Personalien abgeben würden, was der Kessel abgelehnt hat. Und anscheinend muss es dann irgendeine kuriose Verstimmung gegeben haben, sodass danach gesagt wurde, nee, die Demo wird auf jeden Fall gestoppt. 10.000 Leute, die an der Demo teilgenommen haben, werden gestoppt aufgrund dieser Kesselsituation. Und es wird nicht weitergegangen. Und es gibt da durchaus Annahmen, dass es eben direkt eine Anweisung von oben war, vom hessischen Innenministerium. Und man muss sich das eben vorstellen. Es gibt ja häufig auf Demonstrationen mal in irgendeiner Form Rangelei. Es gab keinerlei solcher Aktionen an dem Tag. Es war vollkommen aus unserer Sicht vollkommen unmotiviert und ohne jede Vorwarnung. Es gab ja keine einzige Gewalttat. Und so war das dann eben auch, dass wir dann seit diesem Zeitpunkt es keine Veränderung im Grund an der Situation gab für Leute, die nicht im Kessel waren. Im Kessel selbst wurde dann sehr aggressiv, vor allem am Beginn und am Ende, als immer mehr Leute aus dem Kessel entlassen wurden, häufig zur Behandlung, wurde
Pfefferspray eingesetzt, auch nicht nur in die Leute im Kessel, sondern auch drumherum. Es gab sehr viele Prügel, auch Journalistinnen und Journalisten wurden angegriffen. Es wurden auch bewusst Bilder verhindert, weil eben sehr drastische Szenen dort zu sehen waren. Menschen, die bewusstlos sind, Menschen, die bluten. Und diese Bilder wurden unter anderem auch durch Polizisten und Polizistinnen verhindert. Es gab Tritte und Faustschläge und so weiter. Im Kessel selbst über andere Quellen erfahren, scheint die Stimmung enorm gut gewesen zu sein, weil man sich sehr bewusst war, dass keinerlei Aggressionen von den Leuten im Kessel ausgegangen waren und ganz klar war, wir bleiben hier zusammen und geschlossen. Und es ist auch eine sehr starke Kommunikation von Leuten innerhalb und außerhalb des Kessels gab. Einfach, dass wir zwar sehr wenig wussten, wie es den Leuten in dem Kessel geht, aber immer im Kontakt mit denen durch Skandierungen und so weiter gestanden haben, durch die Bemühungen um Versorgung von Wasser, mit Wasser und Essen. Und es gab dann auch von der Polizei die Versuche, uns zu spalten und unsere Demo, die Leute, die außerhalb des Kessels waren, eine Demo-Route anzubieten. Das wurde überhaupt nicht diskutiert. Es war vollkommen klar, wir bleiben hier stehen. Wir solidarisieren uns mit den Leuten im Kessel. Und es wurden dann auch Wasserwerfer aufgefahren von beiden Seiten, sodass auch im Grunde der Teil, der nicht innerhalb des Kessels war, auch davon betroffen worden wäre. Und da war ganz klar, man bleibt trotzdem in dieser Situation zusammen. Ja. Das wären so die Main Facts. Es waren dann tatsächlich, die Leute wurden über viele, viele Stunden festgehalten. Um 22.15 Uhr waren immer noch 17 Leute im Kessel. Geendet hat es um 22.40 Uhr. Okay, jetzt ist also vorbei erst einmal. Die Situation ist vergleichbar für mein Gefühl, gerade wo ich die Schilderung jetzt nochmal höre zu der Auflösung einer antifaschistischen Demonstration gegen einen real stattfindenden Nazi-Aufmarsch in Hamburg-Barmbek im Jahre 2003, angeordnet, geleitet durch die Bande Nockemann und den Polizeipräsidenten von Dals, die daraus versuchten, politisches Kapital zu schlagen, was Wahlen angeht, Wiederwahlen, und dabei paktiert haben mit Nazis. Das führe ich deswegen nochmal ein, weil wir heute in den Antifa-Nachrichten gehört haben, dass eine Nazi-Demonstration, ein Nazi-Aufmarsch heute stattgefunden hat in Deutschland, der von der Polizei durchgeprügelt worden ist. Also nicht die Nazis, sondern die Gegenwehr. Wir haben hier einen konkreten Zusammenhang, der ist sehr gut in den Frankfurter Zeitungen nachzulesen. An der Schilderung von dir, genau an dieser Schnittstelle, wo nämlich das Verhandlungsergebnis zwischen Polizeieinsatzleitung und Demonstrationsleitung auf dem Tisch oder auf der Straße lag, die sogenannten Vermummungen, es soll sich um Regenschirme gehandelt haben, abzulegen und dann die Demonstration weitergehen zu lassen. Das soll laut FAZ von heute durch eine Anweisung aus dem Innenministerium ausgehebelt worden sein. Also ja, was für uns eben auch so drastisch ist, ist, dass eben tatsächlich da auch gegen im Grunde eine Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichts so vorgegangen wurde, weil oder gehandelt wurde durch Innenministerium und Polizeiführung, weil im Grunde die weil das eben alles noch vor der EZB eben diese Situation zustande kam, und gerüchteweise ist es auch so, dass der weitere Verlauf der Demo überhaupt nicht quasi vorbereitet war auf den Demonstrationszug. Also dass im Grunde da keine Vorkehrungen getroffen worden waren, die Demonstration auch weiter laufen zu lassen. Das sind nur Gerüchte, aber das würde eben auch durchaus in diese Situation passen, weil de facto Regenschirme waren von Anfang an dabei. Also das dann ausgerechnet an dieser Stelle zum Anlass zu nehmen, ist schon alles sehr, sehr fragwürdig, ja. Also, ja. Ja, genau. Also von daher kann ich das erstmal nur so diesen Eindruck bestätigen, der natürlich immer noch noch nicht absolut bestätigter sein kann. Eben noch die nächsten Tage noch gründlicher recherchiert werden muss.
Aber es ist ja erkennbar, wenn das zutrifft, was du gerade geschildert hast, dass nämlich der Verlauf der Demonstrationsroute ansonsten nicht weiter darauf vorbereitet war, beispielsweise Hamburger Gitter und solche Dinge, die bekannt sind, dass die Demonstration dort auch wirklich ankommen sollte oder durchgeführt werden sollte, dann lässt das ja den Schluss zu, den du gezogen hast, en passant zumindest, oder den wir dann jetzt auch ziehen, dass die Demonstration eben nicht stattfinden sollte, dass das der politische Wille war, der in dieser Weise dann sozusagen am grünen Tisch vorbereitet war, vermutlich, muss man sagen, aus dem Innenministerium in Hessen. Und insofern die gründliche Nachbereitung dieser Demonstration in dieser Hinsicht notwendig wird, weil sich hier etwas abzeichnet, was in Hessen offenbar ja ohnehin gang und gäbe ist. Ja, also was noch ganz interessant ist, ist auch, dass ja eher, also es gab jetzt noch eine Art Abschlusskundgebung, weil die Situation jetzt so war, als die letzten Leute aus dem Kessel entlassen wurden, das war unsere Bedingung, dass wir davor nicht gehen, hat sich nochmal der Anmelder, aber auch der IA Frankfurt zu Wort gemeldet und neben einer langen Auflistung, die beginnt bei rechtswidrigen Buskontrollen, über den Flughafen, wo auch Demonstrationsrecht eingeschränkt wurde, bis eben zu massiven, aggressiven Angriffen von der Polizei. Also der jüngste Mensch, der heute CS-Gas abbekommen hat, war 2 Jahre alt. Über 250 Demonstrantinnen und Demonstranten wurden verletzt, davon viele Schwerverletzte. Der erste Schwerverletzte war offensichtlich ein Journalist oder AA. Und eben über 1000 Leute sollen in diesem Kessel gewesen sein, darunter auch Rechtsanwälte und Journalistinnen. Und was eben an der Situation auch nochmal spannend ist, um nochmal auf die politischen Aspekte oder auf die ganzen, ne, ist ja alles hier politisch, aber auf diese konkreten Verhandlungen, die sich da auch abgespielt haben. Also es muss anscheinend auch so der EA beim Amtsgericht vorsätzlich falsche Informationen gegeben haben von der Polizei, weil dort wurde berichtet, dass es sich nicht um eine Einkesselung handelte, sondern nur um eine kurze Demonstrationspause zur Verhandlungszwecken. Und also nicht um das, was tatsächlich passiert ist, nämlich eine 7- bis 8-stündige oder noch länger andauernde Festnahme oder eben Einkesselung. Und das Amtsgericht hat dann eben das nicht weiter verfolgt und hätte da eigentlich der Zuständigkeit nachkommen müssen und sich den Aussagen der Polizei da die verifizieren müssen. Und deswegen meinte der EA eben auch, eine politische Einschätzung der Lage könne jetzt im Grunde zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht stattfinden, sondern eben erst, wenn die heutige Drohkulisse, die eben immer noch nicht beendet ist, sondern es sind immer noch massenhaft Polizeiaufgebot unterwegs und die Leute versuchen sich jetzt zu schützen, indem sie eben zum Hauptbahnhof gehen, um die Letzten, die noch Frankfurt heute verlassen, begleiten zu können. Jo, auch das, was du jetzt hier genannt hast, noch als Information, deutet ja eben auch darauf hin, dass es da unterschiedliche Kräfte am Wirken gegeben hat und zunächst vielleicht tatsächlich sowas wie örtliche Einsatzleitung in diesem Glauben gewesen ist, sie würden mal kurz da reinhalten und dann das Ganze weitergehen lassen. Also die Geschichte wird weiter aufzuklären sein in den folgenden Tagen. Diese Landesregierung wird in wenigen Wochen bereits zum Teufel gejagt sein. Es gibt ja Landtagswahlen in Hessen. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ohne Folge bleibt, was heute hier passiert ist, ja. Okay, und sie wird insofern zum Teufel gejagt sein, damit das nicht nur so als Spruch im Raum stehen bleibt, weil diese politische Strategie der Spannung, das hat sich hier in Hamburg auch bei dem vorhin genannten Anlass gezeigt, wird ihnen auf die eigenen Füße zurückfallen. Das ist zu hoffen, ja. Ich danke dir erst einmal aus der Situation heraus für die gelassene und gründliche Berichterstattung, was bestimmt nicht so einfach war, nachdem ein solches Geschehen über viele Stunden hinter dir gelegen hat. Vielen Dank. Ja. Ich
danke dir fürs Interview. Okay, bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.